Welchen Zusammenhang gibt es zwischen einer Beinlängendifferenz und WLAN-Strahlung? Und warum rate ich all meinen Patienten, zumindest nachts ihr WLAN auszuschalten? Darum geht es in diesem Video. Hallo, habt ihr euch schon mal gefragt, ob WLAN möglicherweise eurer Gesundheit schadet? Dann habt ihr vielen Menschen etwas voraus. WLAN ist ja heutzutage praktisch überall. Das heißt, jeder Haushalt hat WLAN, in öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Verkehrsmitteln, überall gibt es WLAN-Netzwerke. Und WLAN ist ja zugegebenermaßen auch super praktisch und auch faszinierend, wenn man sich das mal überlegt, dass im Prinzip über die Luft, also über Funkwellen, riesige Datenmengen innerhalb von Sekunden übertragen werden können, ob jetzt Fotos oder Videos beispielsweise, dann ist das ja schon erstmal eine tolle Erfindung, eine tolle Sache. Und das WLAN bzw. die Strahlung, die durchdringt dabei ja auch ohne Probleme Betonwände. Also beispielsweise im Nachbarzimmer oder auch zwei Zimmer weiter habt ihr immer noch ein gutes WLAN-Signal und könnt immer noch gut Sachen empfangen und verschicken. Und dementsprechend macht aber diese Strahlung natürlich auch vor dem menschlichen Körper und vor dem menschlichen Gehirn nicht Halt und geht sozusagen direkt in unser Gehirn. Und das Problem ist, dass das menschliche Gehirn und menschliche Nervensystem sehr sensibel ist und auch selbst auf elektromagnetische Art und Weise kommuniziert. Das heißt, sämtliche Steuerungsvorgänge im Körper, die ja vom Gehirn ausgehen, werden durch winzige elektromagnetische Signale sozusagen auch gesteuert. Und diese künstliche elektromagnetische Strahlung, die von dem WLAN ausgeht, beziehungsweise generell vom Elektrosmog ausgeht, die kann man sich wie ein ständiges Störfeuer im Hintergrund vorstellen. Wenn man das WLAN hören würde, ich mache euch das einmal kurz an, da gibt es ein YouTube-Video, werde ich euch auch nochmal verlinken, dann klingt das so. Also im Prinzip wie ein Maschinengewehr. Also ist eine gepulste Mikrowellenstrahlung mit vielen Impulsen pro Sekunde und das rund um die Uhr. Und nur weil wir das nicht hören können, heißt es nicht, dass es nicht in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn ankommt und wie gesagt dort für Stress sorgt. Und der Organismus muss im Prinzip permanent gegensteuern, muss sozusagen dieses Störfeuer sozusagen verarbeiten und das ist einfach, stört einfach die normalen Abläufe im Gehirn, stört unsere normale Regeneration, unsere Körperabläufe und ist dementsprechend natürlich nicht gut. Und das Ganze wurde auch von Wissenschaftlern schon untersucht und da gibt es viele, viele Studien. Die deutsche Diplombiologin Isabel Wilke hat 2018 ein Review gemacht. Das heißt, die hat sich sozusagen über 100 Studien zum Thema WLAN unter die Lupe genommen. Das ist bis jetzt das weltweit größte Review zu dem Thema und ist im Prinzip zu dem Schluss gekommen, dass halt WLAN-Strahlung eindeutig schädlich für die Gesundheit ist. Das Ergebnis dieses Reviews blende ich euch hier noch einmal ein. Und zwar wurden, wie gesagt, über 100 Studien ausgewertet und verschiedenste Einflüsse bzw. Schädigungen auf Körper, Regionen und Funktionen festgestellt. Dokumentiert sind Studien zur Schädigung der Fruchtbarkeit, zur Einwirkung auf das EEG, also auf die Gehirnwellen, die Gehirnströme und Gehirnfunktionen, auf die DNA, also auf das menschliche Erbgut. Dann gibt es Studien zur Krebsentwicklung, negative Auswirkungen auf verschiedene Organe, also Herz, Leber, Schilddrüse. Dann direkte Einwirkungen auf die Zelle, also auf den Zellzyklus, die Zellmembran und auf Bakterien und Pflanzen. Also sehr vielfältige Auswirkungen sozusagen durch die WLAN-Strahlung auf den menschlichen Organismus. Und in dem Zusammenhang wird immer wieder der oxidative Stress auch genannt. Also direkter Zellstress und auch zelltoxische Effekte werden genannt. Das heißt, die WLAN-Strahlung ist sozusagen, wirkt sich giftig, also wie Gift auf die menschliche Zelle aus. Und das sollte einem auf jeden Fall zu denken geben. Und die Schlussfolgerung daraus, aus diesem Studienreview, ist, dass aufgrund dieser eindeutigen negativen gesundheitlichen Auswirkungen ganz klar die Strahlung minimiert werden sollte. Also die Strahlungsbelastung sollte ganz klar verringert werden. Und dabei ist eine ganz wichtige Lösung sozusagen wieder zu kabelgebundenen Lösungen überzugehen. Das heißt, das WLAN ausschalten und wirklich wieder sein Internet, wie man das auch vor Einführung des WLANs gemacht hatte und was auch ohne Probleme möglich ist, über das Kabel zu beziehen. Ganz wichtig ist auch, dass die geltenden Grenzwerte nicht vor gesundheitlichen Risiken schützen. Das ist eine Illusion zu denken, aber es gibt auch Grenzwerte. Die Regierung schützt mich doch, das ist leider tatsächlich
Wäre schön, ist aber tatsächlich nicht der Fall. Also da muss auf jeden Fall jeder Einzelne selbst für sich sorgen und für seine Gesundheit, wie in anderen Bereichen ja letztendlich auch. Dann ganz wichtig, WLAN sollte nicht in Schlafzimmern, an Arbeitsplätzen, in Aufenthaltsräumen etc. genutzt werden. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und unten steht dann auch nochmal, also wie gesagt, wenn sich WLAN nicht komplett vermeiden lässt, dann sollte nach dem sogenannten ALARA-Prinzip gehandelt werden. Also wirklich das WLAN nur dann einschalten, wenn es auch gebraucht wird, also genutzt wird. Und den Router dementsprechend auch so anpassen, dass er halt nur so viel strahlt wie nötig. Und wenn er nicht gebraucht wird, dann halt auch wieder ausschalten. Sogar die Telekom warnt vor den eigenen Geräten. Wenn ihr euch einmal die Mühe macht, in die Anleitung, also die Sicherheitshinweise eures Routers zu schauen, in dem Fall des Speedport, dann findet ihr dort folgende Beschreibung. Vermeiden Sie das Aufstellen Ihres Speedport in unmittelbarer Nähe zu Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen, um die Belastung durch elektromagnetische Felder so gering wie möglich zu halten. Fragt sich dann, wo soll ich meinen Router überhaupt aufstellen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, eine Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung, dann ist es ja praktisch gar nicht mehr möglich, den nicht in der Nähe von Aufenthaltsräumen aufzustellen. Und dementsprechend sollte dort generell ein Umdenken stattfinden. Der deutsche Umweltmediziner Joachim Mutter fasst die negativen Auswirkungen von WLAN nochmal in 11 Punkten zusammen. Und zwar haben wir da an der ersten Stelle einmal wieder den oxidativen Stress, also die Erzeugung von schädlichem oxidativem Stress. Und dieser oxidative Stress ist eine Ursache oder Mitursache von fast allen chronischen Erkrankungen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der wird, wie gesagt, durch die permanente Bestrahlung durch WLAN mit verursacht. Dann haben wir die Zellschäden, also verschiedenster Zellbestandteile. Wir haben ein Auslösen von Selbstmordprogrammen, also die sogenannte Apoptose in verschiedenen Geweben, unter anderem des Herzmuskels und dadurch auch ein Ansteigen von Entzündungsmarkern. Dann an fünfter Stelle die Schädigung von Samen und Eizellen sowie Embryonen. Und in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig der Hinweis, kein Handy in der Hosentasche, also kein eingeschaltetes Handy in der Hosentasche. Also bei Herren, wie gesagt, kann sich das auf die Fruchtbarkeit auswirken und gerade auch bei schwangeren Frauen negativ auf das, auf den Embryo, auf das Ungeborene. Und dementsprechend, wenn ihr das Handy in der Hosentasche tragt, immer in den Flugmodus schalten oder halt sonst, wie gesagt, nicht am Körper. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Dann haben wir unter Punkt 6 die verstärkte Krebsentwicklung, die Veränderung der Gehirnentwicklung und Aktivität, Verhaltensänderungen und Beeinträchtigungen des Gedächtnisses, Leber- und Schilddrüsenschäden, Schädigung und Verhaltensänderung von Insekten und auch Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums. Also auch hier nochmal sozusagen aufgelistet die vielfältigen negativen Einflüsse von WLAN. Eine kleine Anmerkung zu Punkt 11, also zur Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums. Da gab es einen ganz interessanten Schülerversuch. Und zwar haben schwedische oder dänische Schülerinnen haben auch unter Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen gelitten und sind dann auf die Idee gekommen, ob das nicht möglicherweise an ihren Handys bzw. WLAN am Elektrosmog liegt. Und dann haben sie ein Experiment gemacht und haben Kresse gezüchtet, also in zwei verschiedenen Räumen unter gleichen Bedingungen haben sie Kresse gezüchtet. In dem einen Raum haben sie sozusagen ein oder zwei Router neben die Kresse gestellt, also wo sozusagen permanent WLAN-Signale kamen, und in dem anderen Raum war keine Strahlung. Und das Ergebnis war relativ eindrucksvoll, das blende ich euch hier auch nochmal ein. Also in dem einen, also die strahlungsfreie Kresse hat sich ganz normal und gut entwickelt, und direkt in WLAN-Umgebungen ist die Kresse sozusagen eher verkümmert bzw. gar nicht richtig gewachsen. Und ja, dementsprechend auch das nochmal ein schönes, anschauliches Beispiel dafür, wie negativ sich WLAN auswirken kann. Und ein ganz wichtiger Hinweis, je kleiner das Lebewesen, beziehungsweise gerade bei Kindern, bei kleinen Kindern, die sind wesentlich empfänglicher und wesentlich empfindlicher noch. Also auch beispielsweise, lasst niemals euer Kind mit dem Handy telefonieren. Also die Strahlung geht wesentlich tiefer durch die weichen Hirnknochen sozusagen in das Gehirn hinein. Und auch die WLAN-Strahlung wirkt sich einfach nochmal ganz anders aus. Und dementsprechend, also bei Kindern, bei Schwangeren, besondere Vorsicht. Also da wirklich nochmal drauf achten, den Router wirklich weit entfernt aufzustellen, beziehungsweise im Optimalfall gar nicht zu benutzen.
Nochmal ein Beispiel aus meinem Tätigkeitsfeld, und zwar untersuche ich all meine Patienten auf Beckenschiefstände und Beinlängendifferenzen. Und ich behaupte, dass man heutzutage in sehr, sehr vielen Fällen, also ich würde fast sagen in 95% der Fälle, finde ich funktionelle Beinlängendifferenzen. Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass im Prinzip vom Gehirn im Prinzip ja alle Körperabläufe reguliert werden. Also nicht nur Herzschlag und Atmung, sondern natürlich auch Muskeltonus und auch Gelenkstellung. Und wenn das Gehirn durch diesen permanenten Hintergrundlärm, durch dieses Störfeuer im Hintergrund, durch WLAN, durch Handys etc. permanent irritiert wird und gefordert wird, dann kann es halt diesen relativ unwichtigen, also nicht lebensnotwendigen Dingen nicht mehr optimal nachkommen. Und dadurch entstehen dann letztendlich halt diese Schiefstellung, auch Atlas-Schiefstellung oder einfach Schulter-Nacken-Verspannung. Und wenn man mit Physiotherapeuten spricht, die schon vor 30 oder 40 Jahren gearbeitet haben, also als es WLAN und Handys und so weiter nicht gab, dann habe ich mir sagen lassen, dass es damals noch nicht so ausgeprägt war. Und das lässt auf jeden Fall die Vermutung zu, dass halt, wie gesagt, WLAN sich auch dort in diesem Gebiet negativ auswirkt. Ich hatte ja mit Michael Mumm, mit dem Elektrosmog-Experten, der auch selbst elektrosensibel ist, ein Interview geführt vor einiger Zeit, wo er auch beschreibt, wie er sozusagen wirklich richtig ausgeprägte körperliche Beschwerden, also neurologische Beschwerden im Bein, starke Verspannungen hatte, bis er dann überhaupt erst rausgefunden hat, woran das liegt, und zwar am Elektrosmog. Und als er dann sozusagen nach und nach den Elektrosmog aus seinem Leben verbannt hat, hat er dann auch gemerkt, wie die Symptome halt nach und nach wieder verschwunden sind. Und dementsprechend lohnt es sich auch hier einfach einmal den Elektrosmog, die Strahlung auch sozusagen auf dem Zettel zu haben. Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen oder ständige Müdigkeit sind heutzutage sehr verbreitet, aber kaum jemand kommt auf die Idee, die Ursache darin im Elektrosmog zu suchen. Und auch hier ganz, ganz wichtig, wenn ihr selbst betroffen seid, beziehungsweise wenn ihr Leute kennt, die unter diesen Symptomen leiden, dann versucht doch mal einfach den WLAN-Router auszuschalten, das Handy in den Flugmodus zu stellen und einfach mal zu gucken, könnte es nicht eventuell damit zusammenhängen. Auf meiner Homepage Spoon a Day habe ich einen Artikel über das WLAN geschrieben, den werde ich euch hier auch nochmal verlinken, und am Ende dieses Artikels gebe ich konkrete Tipps zum Umgang mit WLAN. Der erste Tipp ist, wenn euch eure Gesundheit wichtig ist, verzichtet im Optimalfall komplett auf WLAN. Ich persönlich nutze weder zu Hause noch hier in der Praxis WLAN und ich komme wunderbar klar. Und zwar gibt es hier dieses ganz normale LAN-Kabel und hinten am Router gibt es verschiedene Buchsen, LAN 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr dieses LAN-Kabel jetzt hier einfach in die Buchse, in dem Fall jetzt mal LAN 1, reinsteckt, dann könnt ihr das mit eurem Computer verbinden und habt eine wunderbare, sichere und stabile Internetverbindung ohne jegliche Strahlung. Solltet ihr einen modernen Laptop haben, wo es gar keine Buchse mehr gibt für dieses LAN-Kabel, dann gibt es spezielle Adapter und da könnt ihr dann praktisch hier das über den Adapter verbinden und dann über einen USB-Anschluss sozusagen mit dem Laptop verbinden. Dann gibt es hier noch einen kleinen Zusatz zum Adapter, damit könnte ich jetzt sogar mein Smartphone verbinden und jetzt hier strahlungsfrei im Internet surfen oder auch Videos runterladen oder was auch immer mit meinem Smartphone. Also da gibt es, wie gesagt, auf jeden Fall Möglichkeiten, werde ich euch auch unter dem Video nochmal ein paar Links reinstellen. Also wie gesagt, im Optimalfall gar kein WLAN, wobei das wahrscheinlich für viele von euch jetzt erstmal ein Schock ist. Und man muss ja nicht gleich radikal anfangen. Also meinen Patienten rate ich meistens, zumindest nachts das WLAN auszuschalten. Also nachts wird es ja definitiv nicht gebraucht und dementsprechend empfehle ich euch nachts auf jeden Fall das WLAN ausschalten. An jedem Router gibt es einen Knopf, wo WLAN draufsteht. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann leuchtet jetzt hier dieses weiße Lämpchen und das WLAN ist eingeschaltet. Und sobald ich jetzt nochmal drauf drücke, geht das Lämpchen wieder aus und jetzt geht auch keinerlei Strahlung mehr von dem Router aus. Insofern nachts auf jeden Fall ausschalten, so dass ihr wirklich nachts einmal die Möglichkeit habt, euch gut zu regenerieren. Also letztendlich ist es natürlich so, dass heutzutage überall Strahlung, überall WLAN auf uns einwirkt. Ob wir jetzt im Bus fahren oder im Restaurant sitzen, das lässt sich leider nicht vermeiden. Dementsprechend umso wichtiger natürlich in den eigenen vier Wänden und insbesondere im Schlafzimmer einmal eine strahlungsfreie Zone zu schaffen. Also dass wirklich das Nervensystem und der Körper sich nachts wirklich einmal richtig gut regenerieren können. Und dementsprechend
abends einmal raufdrücken, morgens, wenn es sein muss, beziehungsweise bei Bedarf wieder rauf. Ansonsten versucht vielleicht einfach zu gucken, wann brauche ich denn das WLAN tatsächlich und es nur dann anzuschalten, wenn ihr es braucht. Also es muss nicht den ganzen Tag laufen. Und insbesondere, wenn Kinder im Spiel sind, dann rate ich euch wirklich einen besonders vorsichtigen Umgang. Also Kinder sind noch wesentlich sensibler, also die Gehirne sind noch nicht ausgereift, die Gehirnknochen sind noch wesentlich weicher und dementsprechend auf keinen Fall mit dem Handy telefonieren lassen. Und wenn Kinder im Haushalt leben, würde ich wirklich auch dringend davon abraten, WLAN zu benutzen und erst recht nicht in der Nähe von Kinderzimmern oder Schlafzimmern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch bei Schwangeren, also auch ganz wichtig, also in der Schwangerschaft, wenn das Ungeborene, wenn das Embryo sich sozusagen entwickelt, was ja auch faszinierend ist, was da sozusagen für Prozesse ablaufen, dann würde ich auf keinen Fall das Ganze durch zu viel Strahlung stören. Dann ist auch wichtig natürlich, dass ihr an eurem Smartphone bzw. Laptops und so weiter auch das WLAN nach Möglichkeit ausschaltet. Auch dort gibt es die Möglichkeit, in den Flugmodus, also in den Offline-Modus zu schalten. Ansonsten habt ihr natürlich auch, selbst wenn ihr den Router ausgeschaltet habt, aber habt hier am Smartphone sozusagen das WLAN eingeschaltet, dann sucht das Gerät ständig nach Netzen und auch das macht sozusagen Elektrosmog. Insofern auch an den Endgeräten, also am Laptop, am Smartphone, das WLAN und auch das Bluetooth im Übrigen ausschalten. Eine Alternative zum WLAN wäre das sogenannte D-LAN. Dort steckt man sozusagen ein spezielles Gerät in die Steckdose und kann dann über das Stromnetz des Hauses sozusagen auf sein WLAN zugreifen. Das stellt aber leider auch keine Alternative dar, weil es auch strahlt und ungünstig ist. Da werde ich euch auch nochmal einen Link unter das Video setzen. Ja, und ganz wichtig natürlich auch, dass ihr eure Mitmenschen aufklärt. Also wenn ihr Leute kennt mit kleinen Kindern, wenn ihr Schwangere kennt, dann ja, versucht die wirklich darüber aufzuklären. Das ist ganz, ganz wichtig. Teilt dieses Video gerne, beziehungsweise die Links, die ich unter dem Video verlinke. Und ja, das ist, denke ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, weil viele sich da halt noch nie drüber Gedanken gemacht haben und da gar nichts von wissen. Auch ältere Menschen beispielsweise, wenn ich zu Hausbesuchen gehe, zu Patienten über 80, die benutzen überhaupt kein Internet und dennoch ist der Router einfach, ja, der läuft, das WLAN läuft sozusagen den ganzen Tag, ohne dass es überhaupt benutzt wird. Und das ist natürlich umso unnötiger und umso blöder. Und dementsprechend, wenn ihr ja, bei älteren Menschen zu Besuch seid, einfach mal aufs Knöpfchen drücken, das WLAN ausschalten, da tut ihr diesen Menschen auf jeden Fall was Gutes. Ganz wichtig im Zusammenhang mit Elektrosmog generell, aber auch mit WLAN, ist der Abstand. Also auch beim Handy, also das Handy niemals wirklich direkt ans Ohr halten, sondern im Zweifelsfall die Freisprecheinrichtung nutzen. Und beim Router ist es genauso, also versucht den Router auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe eures Aufenthaltsortes zu platzieren. Also hier war der Router oder ist der Router beispielsweise hier hinter dem Drucker platziert. Wenn der jetzt eingeschaltet wäre, weil ich nichts darüber wüsste und ich würde jetzt hier stundenlang am PC arbeiten und der Router ist keinen Meter von meinem Gehirn, von meinem Kopf entfernt, wäre das sehr, sehr ungünstig. Und oft beobachte ich auch, dass der Router dann irgendwo unterm Schreibtisch ist oder sowas. Also achtet wirklich auf den Abstand. Je mehr Wände dazwischen sind, desto besser. Also wenn man sagt, wenn zwei Wände, also zwei Betonwände oder zwei Räume dazwischen sind, dann ist die WLAN-Strahlung schon relativ unschädlich, aber keinesfalls wirklich in direkter Nähe des Aufenthaltsortes. Ein Argument, was ich immer wieder höre, ist, es ist doch sowieso überall Strahlung. Also es ist doch sowieso überall WLAN, dann ist es doch auch egal, ob ich mein eigenes WLAN zu Hause noch nutze. Dem entgegne ich teilweise mit dem Beispiel, dass auch überall Autoabgase sind. Also hier in der Großstadt ist natürlich überall Luftverschmutzung, überall Autoabgase. Und dennoch würde ich mich nicht in die Garage stellen und den Motor laufen lassen und erst recht nicht meine Kinder dazu holen. Und dementsprechend, so ist es mit dem WLAN auch. Also je näher das WLAN bzw. der Router, je näher die Strahlungsquelle ist, desto schädlicher. Und dementsprechend, wie gesagt, achtet zumindest in euren eigenen vier Wänden, da habt ihr Einfluss darauf, das Ganze zu minimieren. Ihr merkt, das liegt mir sehr am Herzen, das Thema, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dafür sensibilisieren und hoffe natürlich, dass der eine oder andere mal schaut, wo ist denn überhaupt der Knopf auf meinem Router, wo kann ich das Ganze denn ausschalten, und wenn ihr Fragen habt, weitere Tipps braucht, dann gerne Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin gute Gesundheit und hoffentlich möglichst wenig Strahlung. Bis bald.